Ja, hallo und herzlich willkommen zu meiner Roomtour. Bitte verzeiht mir, dass hier das Mikrofon ein wenig komisch klingt. Ich hoffe, ich habe das nachbearbeitet. Ja, die Bildqualität könnt ihr mir auch ein wenig verzeihen. Das ist mit meinem Handy Samsung Galaxy S5 aufgenommen. Ja, und die Lichtverhältnisse hier sind nicht so ideal, denn ich musste mein Fenster zuziehen, damit ihr nicht wirklich seht, wo ich wohne. Das versteht ihr doch hoffentlich. Ja, dann fangen wir mal an. Hier beginnt die Tür. Ich muss noch mal ein bisschen weggehen. Also, das Zimmer ist relativ klein. Ich kann da also ruhig mal ein Stück weggehen. Die Tür. Da komme ich immer rein und gehe immer raus. So, wir wohnen hier seit 14 Jahren. Also, da hat sich jede Menge Krimskrams angesammelt. Ich habe jede Menge eigentlich nicht verändert. Dann fangen wir an in der Ecke hier. Das ist der Schreibtisch. IKEA-Ware, wie man sieht. Darunter ein selbstgebauter Rollwagen für meinen Drucker. Wir haben einen Laserdrucker, einen Farblaserdrucker, den habe ich mir gegönnt, weil Tintenklecksdrucker irgendwie schlechte Erfahrung, wenn man die nicht regelmäßig benutzt. Eingetrocknete Tinte und so kennt ihr bestimmt. Darüber ein bisschen alter Hardware-Aufgang. So, dann hier ein bisschen Dekokram, Simpson-Kalender, Knabberkram. Dann da unten die Bassbox mit darüber einen selbstgebauten. Ja, wie soll ich es nennen? Vierbeiner, der so angeschrägt ist für das Mischpult. So, mein Stuhl, auch IKEA-Ware, ist ein bisschen älter. So, und dann hier das Prachtstück. Selbstgebauter PC-Tisch mit PC. Da unten in der Ecke, da könnt ihr sehen, da ist hier mein Radiator hinter, beziehungsweise die ganze Technik verbirgt sich dahin. So, das Beste ist aber, nicht das da oben, sondern das hier. Das habe ich mir mal von einem Tisch abgeguckt. Das ist ergonomisch ideal. Man kann das hier nämlich ausziehen. Dann sitze ich nicht so weit davor, sondern mit ein wenig Abstand. Dasselbe hier auch nochmal für die Maus, beziehungsweise das Mausbett. Ja, das finde ich eigentlich ideal. Das hatte ich bei einem vorherigen Tisch, den ich gekauft hatte, mal so. Und das ist richtig geil. Dann gehen wir weiter. Mein Bett. Übrigens das Gestell auch selber gebaut. Bis auf das Kopfteil, das ist vom vorherigen Bett. Das hat mich damals 1000 Euro gekostet. Ging nach 2 Jahren kaputt. Ja, und garantietechnisch heißt es natürlich, ja, nee, wir können nichts machen. Da habe ich mir gedacht, dann baust du dir selber eins. Denn ich bin nicht gerade die schlankeste Person. Das andere Bett, die haben zwar nach dem Gewicht gefragt, aber es war definitiv nicht dafür ausgelegt. Da unten ist auch noch was drin in dem Bettkasten. Ich kann das hier mal mehr oder weniger zeigen. Moment. Ups. Nee, sieht man nicht so wirklich. Aber man kann sich ja vorstellen, da unten ist wie so eine Art Bettkasten. Man kann das also hier so hochhieven. Da habe ich auch vorne da diesen Holzständer mir gebaut, dass man das fixieren kann. So, dann da oben ein Flugzeug. Ja, glaube ich von damals irgendwann von dem Flug. Also mein erster und einziger Flug bisher nach Ägypten. So, darüber ein Bild von den Twin Towers, New York. Eine kleine Lampe, das Fenster, ein Schreibtischschrank, kann man hier so aufziehen, alles drin, kennt man ja. Selbst gebaut von Thale, einen Stein gefunden und dafür einen kleinen Ständer gebaut, weil der Stein so schön aussah. So, und dann versuche ich hier mal das Prunkstück, die, nicht meine Füße, die Schrankwand ein wenig einzufangen. Also ich bin jetzt hier am anderen Ende vom Zimmer. Und man sieht, es ist wirklich eng. Das da übrigens, das ist mein kleiner Klapptisch. Wenn ich hier immer so sitze, kann ich hier essen. So, mein Fernseher von LG. Mit gerade einem Let's Play von Gronkh, was ich gucke. Ja, ich gucke doch ab und zu verschiedene Let's Plays, auch mal bei ihm rein ab und zu. Dann hier vorne meine Schlüsselsammlung. Ein kleines Sideboard, darunter hier so selbst gebaut. Oder selbst gehäkelt, so eine, wie nennt man das, Perlen? Dingens hier, so eine Perlen. Na, hier so mit Perlen gestrickt. Und ich versuche das mal hier zu zeigen. Hier so ein Perlentischdeckchen, genau. Jetzt komme ich drauf, so eine Perlendecke. Ja, meine Schlüsselbandsammlung und darüber noch ein bisschen andere Krimskram. Ja, ich kann hier ja noch mal einmal grob drüber schwenken von hier. Jupp. Ja, und das war's eigentlich. Mir geht auch gerade die Zeit aus. Das kann nur 5 Minuten aufnehmen in diesem Sinne. Wir sehen uns. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Pierre de Kiba und tschüss.